Willkommen bei «Wir sind Berner, wir sind die besten» der Facebook-Seite von Tremobühler. Okay, liebe Leute, Spiel 6 haben wir gewonnen, das war mal ganz wichtig. Der Plus ist, hat das Game-Winning-Tor geschossen, aber ich muss sagen, ein Kompliment an ganz SCB. Ihr habt gekämpft, ihr habt gewonnen und das ist vor allem das Wichtigste. Ihr habt gewonnen am Schluss, genau. Aber jetzt zum alles entscheidenden 7. Spiel morgen. Wichtig, wir müssen mit einem positiven Grundgedanken in das Spiel gehen. Aber wir dürfen nicht arrogant wirken und plötzlich sagen, ja, jetzt sind wir daheim, jetzt haben wir 16.000 Leute hinter uns. Jetzt müssen wir nur noch bis um 5, 6 Uhr warten und dann haben wir schon selber gewonnen. Halt, stopp. Weil wir haben 3 Siege und 3 Siege und 6 Spiele. Und beide haben 3-3. Mit 4 Siegen kommst du weiter. Es nützt dir nichts, wenn du 17-0 gewinnst und 17-0 gewinnst und 17-0 gewinnst und das letzte, die restlichen 4 Spiele verlierst. Das ist ein Game, das ist eine Best of 7 Serie. 4 Siege musst du haben, egal wie eigentlich. Wichtig ist jetzt, wir können uns noch im Spiel 7 um einiges besser machen. Da habe ich gemerkt, durch diese Sachen können wir den Zug besser verlieren. Wichtig ist, wir dürfen nicht erst im eigenen Drittel anfangen verteidigen. Wenn wir im eigenen Drittel anfangen verteidigen, dann ist das Problem, der Zug kann da hinten aufbauen, kann fast vor das Goal fahren, fast vor das Goal, weil irgendwann schlägt er die Mitte- und Blaulinie lösen und dann kommt dort noch ein Omarx und dann macht zack zack hin und schon ist er drin. Wichtig ist, wir müssen ein Sportchecking betreiben. Das hat eben Bern manchmal nicht gemacht und genau das hat ja auch Goal gegeben. Ich meine, es sind geschenkte Goal gewesen, wenn wir sagen. Wir müssen schon da vorne, in der anderen Zone müssen wir schon gewisse spielen. Wir müssen in Offensive schon das Vorchecking spielen, weil klar, es braucht Kraft. Man kann nicht 60 Minuten lang Vorchecking spielen, das geht nicht, das ist unmöglich. Aber wenn wir das einen Moment lang machen, wenn wir das Momentum haben zum Gewinnen, dann müssen wir das Vorchecking machen. Habt ihr gemerkt, wie die Zuge plötzlich verunsichert wurden, wo Bern plötzlich wam vorkam? Der Zuge hat sich auch gefragt, was haben die gefressen? Keine Ahnung, vielleicht Bärendreck. Nein, ohne Witz. Wichtig ist jetzt einfach, dass wir hier schon bei der gegnerischen blauen Linie von Anfang den Gegner abfangen und nicht erst, soll ich sagen, Angsthäsli, Bärli, Hockey spielen und davor, vor dem Goal, möglichst, dass kein Schuss aufs Goal kommt. Aber wir müssen schon im gegnerischen Drittel angreifen, den Gegner stören. Das ist wichtig, der kann er sich nicht aufbauen. Das ist ja ganz einfach. Es sieht einfach aus, das weiß ich. Aber wenn wir das machen, dann gewinnen wir ein gutes Vorchecking-Hockey und schon hat so Mühe. Also, gute Nacht zusammen, schlafen gut und vor allem hopp SCB morgen und habt's gut, habt's warm und ich bin weg.